Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Es ist unschwer zu erkennen, wir haben Winter. Gleichzeitig scheint die Sonne und ich habe heute festgestellt, trotzdem produziert meine Solaranlage keinen Strom. Deshalb habe ich gedacht, wir machen heute ein Video, was bringt eigentlich eine Solaranlage im Winter? Zunächst mal denken viele, ja, wenn es kalt ist, dann gibt es natürlich auch keinen Strom und das stimmt natürlich nicht. Wir haben hier die durchschnittliche Sonnenscheindauer von Konstanz. Daran sieht man natürlich, dass im Winter weniger Sonnenlicht auf die Panels fällt als im Sommer. Deswegen auch weniger Erzeugung. Aber doch, es gibt eine ganz gute Stromerzeugung, auch in den Wintermonaten, wie ihr auf diesen Schaubildern sehen könnt. Wir haben hier zum Beispiel aus dem November zwei Tage, wo ihr seht, da war es einmal minus 2 Grad und einmal plus 2 Grad, also sehr kalt. Und trotzdem haben wir 24 Kilowattstunden Ertrag gehabt an diesen Tagen. Also an der Kälte liegt es nicht. Warum also haben wir heute an diesem wunderschönen sonnigen Tag keinen Ertrag aus der Solaranlage? Und was könnte ich tun oder was könnte man überhaupt tun, damit man auch bei Schnee und im Winter optimale Erträge hat? Darüber spreche ich jetzt. Tja, mit dem Solaringenieur meiner Wahl. Da kommt er schon, Michael Simon von Sanisolar, wieder mal in einem gelben Pulli und natürlich perfekt mit FFP2-Maske ausgerüstet. Ich würde sagen, hier draußen im Freien bei über 2 Meter Abstand kannst du sie mal abnehmen. So. Wie kommt das? Die Sonne scheint und trotzdem habe ich keinen Ertrag in meiner Solaranlage. Das ärgert mich ein bisschen. Die Zellen werden im Moment von einer relativ dicken Schicht mit Schnee bedeckt. Mhm. Und da kommt das Sonnenlicht nur spärlich durch. Mhm. Ein bisschen kommt durch und dadurch taut es auch im Untergrund, also zwischen Zelle und Schnee, ein wenig an. Das Schneefeld bewegt sich ganz langsam und mit diesem leichten Bewegung wird sehr viel Dreck auch von den Modulen runtergewischt. Also es gibt den positiven Effekt. Mhm. Also einmal isoliert das natürlich sehr schön. Das Luftpolster unter den Modulen trägt auch noch zur Isolierung bei. Also der Wärmeverbrauch deines Hauses wird dadurch etwas reduziert. Aber natürlich, Strom kommt dann erst raus, wenn die Zelle wieder schön blau leuchtet. Jetzt hat ja vorhin der Oskar eine Drohnenaufnahme vom Dach gemacht. Und dabei hat man gesehen, dass die obere Reihe von den Panels eigentlich schon fast frei ist. Warum gibt es trotzdem noch keinen Strom? Das ist schon der gute Anfang. Da wird das Modul schon gewärmt und der Schnee kommt ins Rutschen. Mhm. Aber die Zelle muss komplett befreit sein. Denn in dem Modul sind viele kleine Zellen in Reihe geschaltet und wenn da noch welche verschattet sind, die verbrauchen den Strom gleich wieder, der oben schon produziert wird. Also ich muss warten, bis wirklich dann die obere Reihe ganz frei ist, auch dieser untere Rand noch frei ist. Ja? Genau, dann ist es ideal. Jetzt habe ich ja gesehen, bei dir, du hast eine Solaranlage, die schon Strom produziert in einzelnen Bereichen. Was ist denn da anders als bei meiner? Also ich habe neben den Modulen, die auf dem Dach sind, auch eine Reihe von Modulen direkt an die Wand montiert als Wandschutz. Da bleibt der Schnee nicht liegen und da kommt das Licht jetzt schön ran. Besonders im Winter, wenn die Sonne schön flach steht, ist die Fassade durchaus ja, sehr ertragreich. Also ich glaube, die Wandpanels hast du in deiner Firma vor allem, ne? Die können wir hier auf diesem Bild schön sehen. Da ist ja nun alles wirklich zugepflastert mit Solar, wie sich's für Sanisolar gehört. Bei dir zu Hause hast du aber ein anderes Prinzip, was eben nicht so darauf angewiesen ist, dass dann wirklich alle Panels eines Stranges frei sind, richtig? Da habe ich die letzten Module, die ich drauf gebaut habe, mit Optimierern ausgestattet. Und zwar auf der Nordseite und auf der verschatteten Garage. Und da ist es so, wenn ich tatsächlich mal Lust habe, eins freizukratzen, sehe ich auch sofort, dass dieses eine schon voll leistungsfähig wird und den Strom beiträgt, während die anderen alle noch mit Schnee bedeckt sind. Das ist dann aber ein anderes System. Das heißt Solar Edge, glaube ich, wo jedes einzelne Panel praktisch verschaltet ist, ja? Genau, da wird die Leistung von jedem Modul optimiert. Das heißt, wenn dort Schatten auf einem Modul ist oder eine ganze Reihe nicht produziert, dann kann die einzelnen Module schon volle Kanne sozusagen loslegen. Das lässt sich übrigens aber auch mit anderen Wechselrichtern oder Speichersystemen kombinieren. Jetzt interessieren natürlich Solaranlagenbesitzer vor allem zwei Sachen. Erstens, kann was kaputt gehen durch den Schnee? Und zweitens, ist es sinnvoll, jetzt da hoch zu kraxeln und die freizuschaufeln, damit jetzt endlich wieder Strom kommt? Sagen wir mal so, in die normale Wintermonate rechnet sich das nicht, dass man den Aufwand betreibt, um Module vom Schnee zu befreien. Also du meinst, man die Verletzungsgefahr ist größer, als das mit dem Ertrag dann hinterher wirklich was bringt? Ja. Du hast ja auch Solarthermie-Anlagen bei dir.
Und wie du mir vorhin erzählt hast, kannst du da sozusagen die Pumpe umstellen, sodass die warme Flüssigkeit hinterher in die Zellen reingedrückt wird, wenn ich das verstehe, und damit den Schnee löst. Geht sowas vielleicht auch bei Photovoltaikzellen? Von der Physik her geht sowas. Also man kann Module auch mit einer Spannung versehen, sodass sie dann den Strom verbrauchen und das Ganze in Wärme umwandeln. Allerdings ist mir kein Hersteller bekannt, der dann noch Garantie auf das Modul gibt. Mhm. Also es gibt natürlich auch Bereiche oder Gebiete, in denen es immer Schnee hat, also Skigebiete zum Beispiel. Was können die sich denn einfallen lassen? Weil die werden diese Situation ja häufiger haben, dass Schnee auf den Panels drauf liegt. Ja, es gibt eine Anlage, die ist hier ganz in der Nähe im Bereich St. Gallen. Dort wird eine Seilbahnstation damit betrieben und über dem Parkplatz zur Seilbahnstation lassen sich Module auf Stahlseilen entsprechend ausklappen. Mhm. Wenn die Sonne scheint und wenn es Schnee angesagt ist, fahren die unter ein Vordach und sind geschützt. Der Vorteil ist, im Sommer, wenn die Effektivität am höchsten ist, können die ganzen Autos darunter schön im Schatten stehen und sind nicht so aufgeheizt. Und sogar noch unten ihre Elektroautos laden, ne? Ja, es gibt auch für das Elektroauto die entsprechenden Tankstellen dort. Ne? Was mich vielleicht als Solaranlagenbesitzer dann noch interessiert ist, wir haben ja eine Haftpflichtversicherung natürlich, muss man ja haben für eine Photovoltaikanlage. Hat das auch was damit zu tun, dass es im Winter Gefahren gibt, die größer sind als sonst? Ja, Module selber sind auf der Oberfläche glasglatt. Das heißt, wenn der Schnee sich löst, dann kann er auch mal in einem kompletten Rutsch vom Dach runtergehen. Wenn es an einer Stelle passiert, wo jetzt jemand direkt drunter steht oder wo ein Auto geparkt ist, dann sollte das natürlich kontrolliert passieren. Mhm. Das heißt, Eingänge mit einem Schneefanggitter oder mit einem kleinen Vordach zu versehen, ist da das richtige Mittel. Okay. Ja. Vielen Dank, Michael. Bitte sehr. Viel aufs Dach musst du wahrscheinlich im Moment gerade nicht, ne? Nein, das ist im Moment eine ruhige Zeit. Ja, dann wünsche ich dir, dass du die ein bisschen genießen kannst. Ich hoffe, euch haben diese Antworten zum Thema, was bringt deine Solaranlage im Winter, weitergebracht. Ihr fandet sie interessant? Dann gebt mir doch bitte ein Like auf dieses Video, abonniert meinen Kanal, kommentiert unten gerne, was ihr noch für Anmerkungen habt zu dem Thema und seid auf jeden Fall auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad.